Herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder. Hier ist Jana und heute gibt es eine leckere und auch richtig gesunde Kürbis-Linsensuppe von mir. Gerade die Kombination von Kürbis und Linsen passen sehr gut zusammen geschmacklich, aber sie ergänzen sich auch von der gesundheitlichen Seite. Denn der wertvolle Kürbis enthält viel Alpha- und Beta-Carotin und die Linsen geben uns viel Eisen, Protein und auch wichtige essentielle pflanzliche Aminosäuren. Diese wichtigen Inhaltsstoffe sind wichtig für unsere Gesundheit, machen uns fit und schützen uns vor Viren und Bakterien und gegen andere Krankheiten. Diese Suppe mache ich sehr oft im Herbst und Winter in der kalten Jahreszeit. Sie ist nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker. So, hier sind erstmal die Zutaten. Und zwar natürlich brauchen wir einen Kürbis. Ich benutze hier gerne den Hokkaido-Kürbis. Dann brauchen wir noch rote Linsen, Olivenöl, ein bisschen Milch. Ich habe hier pflanzliche Milch, dann Wasser natürlich oder Brühe. Ihr könnt auch Gemüsebrühe benutzen, ein bisschen Zitrone, Knoblauchzehen. Und dann brauchen wir Zwiebeln und einige Gewürze. Und zwar habe ich hier mildes Paprikapulver, Kumin, Pulbibash und Kurkuma. Für die Zubereitung schneiden wir erstmal die Zwiebel. Also die Zwiebeln in feine Würfel schneiden einfach und dazu erstmal längs und dann nochmal von der anderen Seite in kleine Würfelchen. So, ich mache das natürlich ganz leicht auf einem Brett, so geht es ruckzuck. Meine Mama macht das immer noch mit der Hand, ohne Brett, über dem Topf, ganz traditionell türkisch. Das ist auch eine Kunst, finde ich. Ich schaffe es nicht, dabei schneide ich mir immer die Hände. So, als nächstes sind die Knoblauchzehen dran. Dazu schäle ich sie erstmal. Und dann schneide ich die Knoblauchzehen einfach in feine Streifen. So, jetzt ist der Kürbis dran, jetzt kommt einfach der schwierige Teil. Dazu erstmal die zwei Enden abschneiden. Als erstes und auf dem Brett, und ihr nehmt bitte ein starkes und großes Messer, schneidet ihr erstmal den Kürbis in der Mitte durch. Ja, und einfach mit einem Löffel die Kerne richtig entfernen, das geht ruckzuck. Und beim Hokkaido-Kürbis bitte vorher richtig gründlich waschen, da wir die Schale mit benutzen. So, jetzt wird der Kürbis, also die Hälfte des Kürbis, einfach umgedreht und in erstmal Längsstreifen geschnitten und dann wieder gedreht und dann in kleinere Stückchen. Dabei bitte achtet auf eure Hände, weil diese Prozedur ist sehr gefährlich, dass ihr, wie ich, einfach die Hand auf dem Messer, also auf dem Rand des Messers, haltet. Da kann nichts passieren. So, da seht ihr schon meine Zwiebeln in einem großen Topf und auf die Zwiebeln gebe ich einfach etwas Olivenöl hinein und dann mache ich einfach mein Herd an und lasse jetzt erstmal die Zwiebeln kurz andünsten. Das kann so ungefähr eine Minute dauern, also ich habe insgesamt 9 Stufen und ich mache das auf Stufe 8 und das geht eigentlich ziemlich fix. Und dabei natürlich immer wieder rühren. So. Jetzt drehe ich das Ganze etwas runter, weil jetzt nämlich die Knoblauchzehen reinkommen. Bei Knoblauch müsst ihr euch einfach merken, immer die Temperatur ein bisschen reduzieren, damit es nicht anbrennt. Und jetzt die Knoblauchzehen mitdünsten und sofort kommen auch die Hokkaido-Stückchen hinein. So, und jetzt die Temperatur ein wenig erhöhen. Und die Hokkaido-Stückchen jetzt auch mit den Zwiebeln und Knoblauchzehen ein wenig anbraten. Das ist ganz wichtig für den Geschmack. Ihr könnt natürlich auch darauf verzichten, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es so besser schmeckt, wenn man ein bisschen vorher anröstet, einfach alles zusammen. Und immer wieder den Deckel schließen und öffnen, kurz mischen und wieder weiter anbraten. So, in der Zwischenzeit kann man auch die Gewürze hineingeben, damit auch das Aroma von den Gewürzen noch mit hineinkommt und auch kurz mit anbraten. Dann haben wir ein schönes Röstaroma auch von den Gewürzen. So, als nächstes kommen die Linsen. Die Linsen habe ich eine halbe Stunde ungefähr im Wasser eingeweicht. Das ist wichtig, einfach für die bessere Verdauung, würde ich euch auch empfehlen. Und dann kommen die abgesiebten Linsen auch mit hinein. So, und jetzt kurz alles mischen.
Nun kommt das Wasser hinein oder auch Brühe, wenn ihr möchtet. Ich benutze sehr gerne einfach gefiltertes Wasser, weil so einfach der Geschmack vom Kürbis besser rauskommt und von den Linsen. Dann gebe ich noch Steinsalz hinzu. Ihr wisst wahrscheinlich, ich benutze kein Küchensalz mehr, sondern einfach nur Steinsalz. Ja, dabei könnt ihr Himalaya-Kristallsalz oder auch einfach deutsches Steinsalz benutzen. Würde ich euch empfehlen, ist einfach gesünder. So, jetzt kurz alles nochmal mischen, Temperatur erhöhen, Deckel nicht ganz schließen, weil es kann ja sein, dass es überkocht. Da aufpassen. So, jetzt seht ihr, es kocht. Und wenn es richtig kocht, Deckel richtig schließen, dann Temperatur reduzieren und eine halbe Stunde köcheln lassen. So, nach einer halben Stunde sieht es so aus. Ich kontrolliere erstmal, ob die Kürbisteile schön weich geworden sind und auch die Linsenstücke. Und das geht am besten mit einer Gabel und ja, scheint so zu sein. Und die Linsen sind auch schön weich. Wenn nicht, es kommt immer auf die Art auch der Linsen an, könnt ihr noch ein bisschen weiter köcheln lassen. So, nun einfach mit einem Pürierstab hineingehen und alles schön fein pürieren. So, wenn ihr alles fein püriert habt, ist es erstmal soweit fertig und ihr seht einfach, ich habe hier erstmal eine dicke, dickflüssige Suppe, aber ich habe ja noch meine Milch und mit der Milch werde ich jetzt so ein bisschen alles verdünnen, kann man sagen. Ich benutze hier ganz gerne Reismilch, ihr könnt aber auch jede andere Art von Milch benutzen, Hafermilch oder sowas, aber auch richtige Milch natürlich, wenn ihr vertragt. Ich rate euch dazu, lasst die Suppe vegan, so schmeckt sie wirklich ganz toll. Kauft euch eine pflanzliche Milch und ja, mit der pflanzlichen Milch alles schön fein mischen. Kurz nochmal aufkochen lassen, dann kurz Temperatur reduzieren und Deckel richtig schließen und noch ein paar Minuten köcheln lassen. In diesen Minuten röste ich einfach die Kürbiskerne und da habe ich einfach Kürbiskerne in der Tüte gekauft. Die sind hier von Lidl, die finde ich sehr lecker und ja, die sind auch nicht so teuer wie im Bioladen. Die röste ich einfach ohne Öl in einer Pfanne und das geht eigentlich ruckzuck. Achtet darauf, dass ihr die Temperatur dabei nicht zu hoch andreht, sonst verbrennen die Kürbiskerne. Mittlere Temperatur am besten. Ja, und die Kürbiskerne sind schon fertig. Jetzt kann ich eigentlich meine Suppe auch schon servieren. Ihr seht einfach, hier köchelt noch ein bisschen die Suppe. Also mit der Milch zusammen müsst ihr wirklich nicht länger als 5 Minuten köcheln lassen. Und das ist einfach wirklich lecker. Diese Farbe schon alleine ist Gesundheit pur. Und auch der Geschmack wirklich richtig lecker, diese Suppe. Und ich kenne eigentlich niemanden, der diese Suppe nicht mag. So, und ein paar Spritzer Zitronensaft passt auch zu dieser Suppe sehr gut. Ihr müsst einfach mal selber probieren. Gerade weil Linsen drin sind, mache ich auch ein paar Spritzer Zitronensaft hinein. Aber probiert einfach selber, ob ihr das mögt. So, und jetzt kann ich meine Suppe schön servieren. Also ich kenne niemanden, der diese Kürbis-Linsensuppe nicht mag. Also ich kenne Leute, die alleine Kürbissuppe nicht so gerne mögen, weil sie zu süß schmeckt. Und ich kenne aber niemanden, der die Kombination mit Linsen nicht mag, weil einfach die Linsen auch nochmal einen kräftigen Geschmack dazu geben und auch natürlich den Gesundheitswert erhöhen. So, und genau, wenn man serviert, ist ganz wichtig, gerade bei der Kürbissuppe, auch Kürbiskerne drauf zu geben und die müssen geröstet sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen, ja, das muss nicht sein, aber so als Farbe, ein bisschen Öl noch drauf tun und zwar Kürbiskernöl oder auch, wenn ihr gar nichts habt, Soja, ein bisschen Sojasauce. So, das war's und so kann man dann schön servieren, eine richtig leckere Suppe, meine Familie freut sich schon drauf. So, und diese Suppe mag wirklich jeder und gerade mit den gerösteten Kürbiskernen bereichert ihr die Suppe auch nochmal mit extra viel Magnesium natürlich, ne? Und auch viel Geschmack. Ja, also für mich, ihr wisst, ihr kennt mich ja, für mich ist nicht nur Geschmack wichtig, sondern auch, dass das Essen richtig gesund ist und wir wissen, was wir davon haben. Ne? Also nur wirklich in der Küche einfach etwas zu essen, was uns schmeckt, es reicht mir nicht alleine, sondern ich möchte wirklich etwas essen, was mir auch gut tut. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und über eure Kommentare. Wenn ihr noch einige zusätzliche Tipps habt bezüglich dieser Suppe oder bezüglich Kürbis oder Linsen und so weiter noch extra etwas ergänzen wollt, weil ich merke immer wieder in den Kommentaren, dass ihr so viel Wissen habt, die ihr teilen wollt und ich würde mich gerne freuen, dass ihr das in den Kommentaren mit mir teilt.
Dann sehen wir uns bis bei meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.